9. Dezember, Margarete Kolisch. Heute vor 127 Jahren, da hätte sie Geburtstag gehabt, am 9. Dezember in Wien. Und sie ist das erste Blättchen von meinem vierblättrigen Kleeblatt. Das sind vier Dichterinnen, die von Wien nach New York geflüchtet sind und die dort manche so ein bisschen enger befreundet waren, manche eher lose, aber die sich alle kannten und obwohl sie halt sehr unterschiedlich alt waren. Und Margarete Kolisch ist die erste davon und sie war Philologin und Lehrerin und Schriftstellerin und Journalistin. Sie hat mit Weihnachtsbaum und mit Menore das Lichterfest gefeiert und 1938 kamen die Nazis und waren in der Reichskristallnacht in ihrer Wohnung und knapp darauf, da musste sie den Boden der Synagoge aufwaschen und dann kam ein Pferdestall hinein und deswegen hat sie dann überlegt, was zu tun sei und ist zur Überzeugung gekommen, dass das Beste ist, einen Massagekurs zu belegen, weil wenn man flüchten muss und wenn man massiert, dann muss man halt nicht die Sprache des jeweiligen Landes sprechen, weil ja die Hände überall sind. Und sie hat dann überlegt, was sie am besten tun sollte in dieser Situation und ist dann zum Entschluss gekommen, dass es das Beste wäre, eine Ausbildung zur Masseurin zu machen, weil wenn sie in ein anderes Land flüchten muss, dann muss sie beim Massieren, muss sie keine andere Sprache sprechen, weil dafür die Hände reichen. Es war dann so, dass 1939 sind ihre drei Kinder, die hießen Eva, Stefan und Peter, die sind zu einem Kindertransport nach Großbritannien gekommen. Ihr Mann, mit dem sie jetzt nicht so das allerbeste Verhältnis hatte, der ist auch nach Großbritannien schon abgerauscht. Und sie saß fest in Österreich und wartete auf den Pass und hat ihn aber nicht bekommen. Und irgendwann ist aber dann trotzdem gelungen, dass sie über Holland nach New York kam, wo die Freiheitsstatue grün ist. Und sie hat ihren Kindern geschrieben, dass wenn im Winter in New York Schnee liegt, dann sieht es ganz genauso aus wie in Wien, damit sie irgendwie sich schon freuen auf New York, als sie dann ein halbes Jahr später dann die drei Kinder nachgekommen sind mit dem Schiff. Und es hat Margarete Kolisch hat in einem Antiquariat gearbeitet und ihr Mann hat Bürsten und Staubsauger verkauft und sie hatte nicht mehr so viel Zeit zu schreiben. Damals waren die Himmel märchenblau, als sie mich empfing, die große Dame, leuchtend zog und lockte mich ihr Name, den ich segnete aus ferner Schau. Der Empfang war freundlich, aber lau. Niemals nahm sie mich in beide Arme, dass mein kranker Mut darin erwarme. Heute ist sie eine Nebelfrau. Tief ergraut in sternenlosen Nächten, Dunst verschleiert ihre Hochgestalt. Ist sie noch von Hoffnungsgrün umwallt? Glüht die Fackel noch in ihrer Rechten? Ach, sie möcht sich wie einst verfechten, doch ihr Frauenherz ist müde und alt.